Hallo ihr Lieben, es ist wieder Sonntag. Ja, ich bin wieder zurück aus der Kur oder der Reha oder wie man es nennen mag und bin auf meinem gewohnten Platz auf meiner Couch. Ja, die Kur war sehr ereignisreich, muss ich sagen. Anstrengend, hätte ich nie im Leben gedacht. Das so ein bisschen was tun, was laufen. Oh, und ich bin gelaufen. Dass das, Brille wäre ab, genau. Dass das so viel ausmachen kann. Ja, das letzte Video von mir sollte an einem Sonntag kommen. Ich habe das auch sonntags aufgenommen. Und ich habe euch noch erzählt über schönes Wetter. Nachdem ich das Video fertig hatte, war nichts mehr mit schönem Wetter, denn es fing an zu blitzen und zu donnern. Naja, nichts Außergewöhnliches, alles normal. Ja, und dann kam ein Donner, da stand ich bald senkrecht im Bett. Das hat geknallt. Der reinste Wahnsinn. Naja, aber als ich mein Video hochladen wollte, hatte ich kein Internet mehr. Denn ich habe es extra vom Handy auf das Laptop übertragen und es war kein Internet mehr da. Ja, wie sich dann rausgestellt hat, ist der Blitz nicht irgendwo in die Ostsee, sondern direkt in das Haus eingeschlagen. Deshalb war es auch wohl so laut. Ja, kein Internet. Ich habe dann versucht, das im Handy einzurichten, aber da ich noch einen anderen Kanal auf dem Handy hatte, ja, musste ich erstmal suchen und probieren, wie das überhaupt geht. Da hatten wir schon Montag. Also ich glaube, das Video, das Sonntagsvideo kam bei mir Dienstags oder Mittwochs. Ich weiß es nicht mehr genau jetzt. Ich habe auch gar nicht nachgeguckt. Hat mich natürlich ein bisschen geärgert. Ja. Naja, die Kur fing also an. Wir kamen rein, alle ohne Masken. Es war wunderbar. Ja. Am ersten Tag kamen natürlich die üblichen Untersuchungen, die schon mal zur Reha oder zur Kur waren, die kennen das bestimmt. Für mich war alles neu, aber ich bin dahin gefahren, offen für alles und habe mir gedacht, egal was kommt, du machst es mit, es kann dir ja nur helfen. Ja, dann gleich am nächsten Tag wurde ich zum Doktor gerufen. Und dieser Doktor sagte mir, dass mein Blutbild ja absolut schlecht sei. Und ich weiß gar nicht, was ich alles hatte. Also ich gewann irgendwo den Eindruck, ich liege in den letzten Zügen. Ja. Und dann kriegte ich eine Riesentüte Medikamente in die Hand gedrückt. Die sollte ich alle nehmen. Fünf, glaube fünf oder sechs Medikamente waren das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, naja gut, mach's es mal. Dann habe ich die Medikamente eingenommen und mir wurde kotzübel. Leute, Leute, ich habe mich abends von Eis ernährt, damit ich was im Magen reinkriege und damit ich nicht wieder so rapide abnehme. Naja, auf jeden Fall bin ich dann zum nächsten Doktor, also zur Arztsprechstunde hin und habe mir einen Termin gemacht. Und der Arzt meinte dann, ach ja, der andere Doktor, der übertreibt ganz gerne. Aber er verschrieb mir dann eine Magenschutztablette und dann sollte ich die Tabletten weiternehmen. Ich habe die alle abgesetzt. Also irgendwann war es dann so schlimm, dass ich auf dem Zimmer mich nur noch übergeben musste. Und da habe ich gesagt, nee, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, das hat nichts mehr mit meinem Magen zu tun, weil da ja schon die Vermutung von einem Arzt kam, dass ich eventuell Magengeschwüre hätte. Kaum habe ich die Tabletten abgesetzt, war alles verschwunden. Tag für Tag ging es mir besser. Ich konnte auch wieder essen. Ja, was aber auch noch hinzukam, war, ich hatte ja bei meinem wahnsinnigen Glück, ich glaube so nach 4 Tagen oder so, wurden dann die Masken wieder eingeführt. Aber, und das war mein Problem, nicht die medizinischen Masken, nein, jeder ohne Ausnahme, egal was man hatte, musste diese FFP2-Masken tragen. Und da hatte ich ein Riesenproblem mit. Ich habe versucht, Luft zu kriegen, es klappte nicht.
Ich habe gehechelt wie ein Hund mit offenem Mund, um nur nicht zu ersticken, um Luft zu kriegen. Und dadurch haben sich meine ganzen Bronchien entzündet. Die waren alle dicht, ich kriegte keine Luft mehr. Und ich habe dann wie so einen nassen Sack, habe ich dann über meinem Rollator gehangen und habe versucht, mich von einer Stelle zur anderen zu bewegen. Denn die Anwendungen, die liefen ja. Ja, das hat dann ungefähr gedauert. Also man könnte sagen, die letzte Woche von der Kur war ich dann wieder einigermaßen fit, konnte auch wieder laufen. Ich bin auch zur See gekommen. Ich konnte Muscheln sammeln. Ich habe immer versucht, zu Muschelsammeln zu kommen. Nur im Sandlaufen ist doch echt anstrengend. Aber ich habe es zweimal geschafft. Wir haben Muscheln gesammelt. Mein Mann hat mir noch dabei geholfen. Ich wusste gar nicht, dass es schwarze Muscheln gibt, also an der Ostsee. Ja, die weißen Muscheln, die wurden ja gesammelt, die waren ruckzuck immer weg, aber da lagen auch schwarze Muscheln. Die habe ich auch eingesammelt. Da werde ich mir dann hier so einen kleinen Teller so zur Erinnerung machen und einfach als, ja, Tischschmuck hinstellen. Jo. Ich habe mir das hier auch auf den Zettel geschrieben, um das irgendwie der Reihenfolge nachzukriegen. Genau. Ich habe mir ja Wolle mitgenommen. Und wie soll es auch sein, viel zu viel Wolle. Ich habe einen halben Koffer voll Wolle mitgenommen. Einen halben Koffer. Und habe im Grunde genommen davon fast nichts gebraucht. Aber man könnte ja an Wollmangel leiden, ne? So, was ich auch noch gemacht habe, war das Häschen. Das Häschen aus der letzten Anna hatte ich euch ja gesagt. Das waren diese beiden hier. Davon habe ich das kleinere gemacht, allerdings ohne die Knöpfe und ohne die Tasche, weil mit Hand in der Tasche fand ich nicht so toll. Ja, und ich hatte ja zu wenig Wolle mitgehabt. Das habe ich ja schon erzählt gehabt. Also musste ich in einen anderen Wollladen und bin dann nach Schönau gefahren. Schönberg, Schönberg, nicht Schönau, Schönberg nennt sich der Ort. Schönberg gefahren, zum Wollladen verstrickt und zugenäht. Ja, das war mal ein Erlebnis. Der Wollladen war leicht zu finden, mit dem Navi, kein Problem. Aber das war eine alte Apotheke. Eine alte Apotheke und die haben dort die Apotheken oder das Apothekeninventar restauriert und haben dort das Wollgeschäft drin. Also ich fand das total reizvoll. Und ich habe euch auch einen kleinen Ausschnitt gefilmt, damit ihr das mal sehen könnt. Weil ich fand das urgemütlich, muss ich sagen. Im vorderen Teil die ganze Wolle, im hinteren Teil, den habe ich nicht gefilmt, gab es da noch Stoffe, denn dort wurden auch Taschen genäht. Und naja, mich hat natürlich die Wolle interessiert und ich werde euch das mal zeigen. Wenn ihr genau darauf achtet, dann seht ihr im letzten Teil etwas, was mich interessiert hat, nämlich ein Tuch in Rot. Schaut es euch einfach mal an. Das hat man dazu von dem Internet gefunden, weil wir hier in der Reha sind. Ja. Habt ihr es gesehen? Also, ich habe dort Wolle gekauft für das Häschen, also die Catania, habe mir natürlich dann die anderen Sachen angesehen. Da war Schachenmeier, da war Lana Grossa,
ich war halt so auf die Schnelle gar nicht alles erkennen können. Mit Lana Grossa kenne ich mich natürlich nicht so aus, aber das war wunderschöne Wolle, muss ich sagen, zumindest vom Ansehen. Und dieses Tuch, was da im Video war, das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ging mir wirklich nicht mehr aus dem Kopf. Und naja, ich hatte ja immer Probleme mit dem Häkeln, weil sobald es dunkel wurde oder das Licht dunkler, ja, also wenn die Anwendungen vorbei waren, wenn man Freizeit hatte, Anwendungen waren meistens so bis 15 Uhr, manchmal hat man auch schon ein bisschen früher Schluss. Ja, dann bin ich aufs Zimmer und entweder bin ich eingeschlafen. Also ich habe noch nie so viel geschlafen wie da, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ich habe versucht zu häkeln. Nur, sobald ich das Licht anmachte, konnte man den Fernseher nicht mehr sehen. Und ich war ja nicht alleine, mein Mann war ja mit dabei. Ja, dann wurde das zu einem Hörerlebnis statt Fernsehen. Also habe ich mir gedacht, gut, dann häkelst du nicht, dann musst du stricken. Stricken hatte ich aber nicht allzu viel dabei. Also ab zum Wollladen nochmal hin und mir Wolle für dieses Tuch geholt, was da hing. Ich fand das einfach toll, weil es auch ein bisschen anders war. Ja, das Tuch, was dort hing, das seht ihr jetzt bei mir. Ich habe das jetzt einfach nur mal so umgehängt und vorne mit einer Magnetbrosche zugemacht. Das wirkt, als wenn es oben einen Kragen hat. Ich nehme das mal ab. Moment. Ups. Klick, mein Magnet. Ich nehme das mal ab. Jetzt wird es direkt kühl hier. So. Und zwar fängt man an hier oben. Na, wo ist es? Da. Da. Man fängt hier oben an. Und dieses Stück ist praktisch der Anfang. Ja, dadurch hat man hinterher oben das wie so eine Art Kragen. Das Muster, das zeige ich euch auch mal, das geht im Rückenteil. Ich sehe das gar nicht jetzt, ob ihr das sehen könnt. Moment, so. Das Muster fängt praktisch oben an, geht bis zum Ende runter. Mann, ist das anstrengend hier. Ja, und an den Seiten, hier, an diesem Teil, Moment, ich muss das mal irgendwie, so. Hier und hier. An diesen beiden Seiten wird immer eine Masche zugenommen. Genauso wie an den Rändern. Und dann erhält man eben halt dieses Tuch, und die Muster an der Seite. Ich fand das so geschickt gemacht. Vor allen Dingen, es ist unten nicht zippelig. Ja, es ist unten, man könnte sagen, rund. Es ist nicht zippelig, nichts. Und die Wolle, ich vertrage dieses Mohair nicht so gut, aber diese Wolle sieht fast aus wie Mohair, hat auch so Flusen, ist aber Alpaka. Ja, ist gestrickt aus zwei verschiedenen Garnen. Das eine ist Alpaka mit Seide und das andere ist Baby-Alpaka. Ich trockne was. Mit Wolle und ja, auch Synthetik ein bisschen drin, klar. Aber die ist total leicht, flauschig. Und wie ich dieses Tuch gesehen hatte, habe ich mir erst gedacht, okay, ich mache mir dieses Tuch, naja, ich hatte erst gedacht, so wie immer, ja, also in meiner Lieblingsfarbe, dieses schöne, ja, ich suche immer noch nach einer Farbe, nach dieser Beschreibung. Ihr wisst, was ich meine, diese eine, Gottchen, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen von dieser Farbe.
dieses Gelb mit dem leicht rötlichen. Das gibt's doch nicht mehr. Mir fällt dieser Name nicht mehr ein von der Farbe. Na egal, na egal. Auf jeden Fall habe ich da erst geguckt und dann gab mir die Inhaberin, legte mir dann verschiedene Farben hin. Und also immer die passende Wolle, es sind ja zwei verschiedene Wollarten oder Knäuelarten, einmal ganz dünn und einmal etwas dicker. Und ich fand dieses Dicke, ich kann euch das mal zeigen. So, so könnt ihr das besser sehen. Einmal dieses Garn, das ist Alpaka. Also Baby-Alpaka, Schurwolle, Baumwolle und Polyamid. Und das hier ist natürlich ein hauchdünnes Garn. Das wird dann beigestrickt. Das besteht aus 69% Alpaka und 31% Seide. Ja, das ist richtig flauschig schön. Und mir gefiel diese Wolle. Wenn man da mal genau hinguckt, ihr seht, da ist immer so ein kleiner glänzender Faden drin eingearbeitet. Das glänzt richtig und die hat mir das angetan. Im ersten Moment, wie sie mir die verschiedenen Farben hinlegte, also ich muss sagen, die Beratung war spitze. Sie hat mir also wirklich mehrere Arten von Wolle hingelegt. In Blau, in Braun, in diesem Ton, der mir hier nicht mehr einfällt. Ich wollte jetzt gerade sagen, Eierschalenfarbe. Naja, aber mein Mann, dem gefiel diese Farbe am besten. Und sie sagte auch dabei, eine schöne Frühlingsfarbe. Und im ersten Moment, das ist ja orange. Aber je länger ich da hinguckte, und die Qual der Wahl hatte, desto mehr gefiel mir diese Wolle, diese Farbe. Ich fand die toll. Und ich brauchte, was war das? Ich glaube, davon drei, davon zwei. Ich habe mir noch Wolle hinterher nachgekauft, weil ich wollte mir auch noch eine Mütze und ein paar Stulpen davon machen. Deswegen habe ich auch noch Wolle hier übrig, obwohl ich das Tuch schon fertig habe. Also die Wolle fand ich klasse. Die ist von Lana Grosser. Puno Luce und Sitasuri. Genau. Aber die trägt sich wirklich angenehm auf der Haut, ohne wie bei Mohair zum Beispiel immer dieses typische Kratzen. Ja, also das ist das Tuch. Ich hoffe, euch gefällt das. Das Tuch nennt sich Dinosa. Ja, es ist also, wenn man es von weitem sieht, so, genau. Ich schaue nochmal nach. Dinora. Dinora nennt sich das Tuch. Aber ich habe also, das ist eine Kaufanleitung. Ich habe mir die bei Crazy Pattern geholt. Weil, klar, sie nannte mir natürlich das Tuch, weil ich die Wolle dafür haben wollte. Und ich habe mir das dann bei Crazy Pattern geholt und den Link setze ich euch einfach mal in die Infobox rein, falls euch das Tuch gefällt. Also mir gefällt es super, muss ich sagen. Gerade vor allen Dingen hier oben mit diesem Rand. Ja, dass es nicht so spitz ist oder ja, man hängt sich das einfach so um und hat dann oben eben halt wie so eine Art kleinen Kragen. Kann das so ein bisschen drehen, man hat das einfach so über die Schultern hängen, fand ich klasse. Und man hat hinten nicht diese typischen Spitzen, bei diesen spitzen Tüchern hat man ja immer hinten ein wahnsinnig langes, spitzes Tuch. Ja. So, was ich noch nicht probiert habe, ist, ob man das auch anders umtragen kann, weil ich war so versessen darauf, na komm schon, nach vorne. Doch, ginge auch. Dadurch, dass das hier oben ja wie so ein Kragen ist auch. Also ja, kann man auch, würde ich sagen.
kann man auch so tragen. Aber ich habe es eben halt gedacht zum Umhängen. Ich tue das. Das war jetzt so richtig schön angenehm warm. Ich habe das Fenster ein bisschen offen. Und na, wo habe ich denn meinen? Da ist er. So, einfach nur überhängen und fertig. Man kann das hier so ein bisschen umklappen. Ich fand es niedlich. Dann mit einer Brosche oder meine Magnetbrosche. Ich habe immer so meine Eule hier. Die habe ich mir bei Moni mal gekauft. Die hat diese Magnetbroschen normalerweise immer da. Und ich fand diese Eule so toll. Und oh, kann die... Na, jetzt, wenn es klappen soll, klappt es nicht. Aber doch, man hat die auseinander und die haben ganz schön... Ups, die hat ganz schön Schmackes und hält so ein Tuch auf jeden Fall sicher fest. Ja, also habe ich dann abends gesessen und habe gestrickt. Häkeln war dann erstmal nicht mehr, nur noch stricken. Ach ja, und was an dem Tuch auch so schön dran ist, dieser Rand hier, der aussieht wie ein I-Cord, der wird direkt Reihe für Reihe mit dran gestrickt. Und man hat nur unten ein I-Cord. Das fand ich auch toll, sodass man wirklich einen sauberen Abschluss hat, ohne irgendwelche Maschen aufzunehmen oder an drei Seiten I-Cord machen zu müssen. Nein, hier hat man in einem Stück alles durchgestrickt, höchstens mal die Fäden fürs neue Knäuel vernäht und dann eben halt, ja, unten am Rand den I-Cord. So, was ich dann aber auch gemacht habe, da war ich gestern noch mit zugange, das war der Hase. Häkeln war da natürlich sehr schlecht, wegen dem Licht eben halt, wie gesagt. Und ja, ich habe den Hase fertig, habe den ein bisschen geändert. Ich habe dem nicht diese Tasche gemacht, weil ich es doof fand, die Hand in so eine Tasche. Wollte ich nicht. Und meine Hose ist komischerweise ein bisschen höher. Dafür habe ich diesen Streifen weggelassen und keine Knöpfe dran gemacht. Für mich ist der Hase so ein typisches Spielzeug für ein kleines Kind. Deshalb hat es natürlich auch Sicherheitsaugen. Aber ich habe die Knöpfe weggelassen. Das ist mein Häschen. Ja, ich habe auch, auf dem Bild steht auch dieses Ohr so eingeknickt und dann festgenäht. Wollte ich auch nicht. Ich wollte schöne Ohren haben. So. Ja, das ist einfach mit Höschen, Näschen, Augenbrauen. Ist ein einfaches Häschen und ich denke mal, das ist für so ein kleines Kind wunderbar. Ja, ich meine, man kann natürlich jetzt hier und da noch zwei Knöpfchen dran machen, dann hat man noch so zwei Kleinigkeiten, aber ich bin ja immer, ja, ich bin immer hin und her am Überlegen, wenn das für kleine Kinder sein soll, ob man da wirklich Knöpfe dran machen soll, denn Kinder beißen gerne drauf rum. Bei den Augen bin ich mir sicher, ich habe es nämlich selber schon versucht, die mal abzubeißen bei einem anderen Tier. Die sitzen bombenfest, die gehen nicht raus. Andererseits könnte man jetzt auch sagen, die Augen sind so klein, dass ein Kind daran nicht ersticken könnte. Ja, also bin ich der Meinung. Ja, ich würde es natürlich nicht wollen, dass irgendein Kind so ein Teil verschluckt. Das wäre links. Also. Das ist der Hase. Genau. Ich hoffe, er gefällt euch. Mir gefällt er ganz gut, muss ich sagen. Ja, dann mal sehen. Was habe ich mir hier noch notiert? Ach ja. Wir haben natürlich dort auch so Freizeitangebote gehabt. Ich muss dabei sagen, die waren sehr, 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 sehr wenig und sehr mager, weil wegen Corona.
Die haben ja die Masken wieder eingeführt. Die kamen, die hatten für 2 Wochen dann die Masken, knapp 2 Wochen die Masken. Die letzte Woche, ein paar Tage waren maskenfrei. Da war ich natürlich happy drüber. Und die haben am Ende dann auch gesagt, dass die 70 Patienten, also 70 Teilnehmer, die dort in der Kur, in der Reha waren, nach Hause schicken mussten. 70 Patienten mussten die wegen Corona nach Hause schicken. Und da habe ich schon immer gedacht, ja toll, und du sitzt mittendrin. Man konnte jeden Tag sehen, wie dann die Leute abreisten, also eine Woche lang. Und das waren 70 Leute, wenn man sich das überlegt, das sind mehr als 10, also 12 Leute ungefähr pro Tag. Das ist schon heftig. Ja. Naja, gut. Aber ich habe zwar keinen Korbflechtenplatz ergattern können, die waren zu, die waren voll, aber es gab dort Basteln mit Ostereiern, mit Styroporeiern. Und da ich das noch nie gemacht hatte, habe ich gedacht, okay. Und zwar mit Märchenwolle. Das ist ein Osterei. Habe ich so noch nicht gekannt. Das ist einfach eine Styroporkugel da drin. Die gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe noch zweites, aber irgendwo liegt das noch in den Tiefen. Ich weiß nicht wo. Ist mir irgendwie, muss wahrscheinlich noch in der Tasche oder vielleicht bei der Wolle sein. Da hatte ich dann, bei dem anderen hatte ich dann noch so Kringel und alles rundherum. Und das waren einfach nur mit Punkte. Ein Osterei mit Punkte. Das ist also Märchenwolle. Ja, Märchenwolle, das ist so feines Garn. Also ja, man könnte da Wolle raus spinnen. Nein, das ist also Märchenwolle. Die kommt, wird dann über dieses Ei gelegt. Dann hat man eine Nadel und dann wird immer und immer wieder reingeprickelt, bis das alles fest sitzt und dann anschließend diese Punkte drauf. Ja. Das hat mir auch Spaß gemacht und ich bin auf den Gedanken gekommen, ich muss nächste Woche mal zum Bastelladen gucken, ob die Märchenwolle haben, dann will ich mal solch eine Fee machen. Ich habe hier bei YouTube mal nachgesehen, da gibt es einen Kanal, Wolle und Trolle nennt er sich, glaube ich. Wolle und Trolle. Und die macht Engel. Engel aus Märchenwolle und Feen. Also, das sieht toll aus. Und so wie ich mir das Video angeguckt habe, ist es gar nicht so schwer. Naja, gut, ein bisschen Übung braucht man. Aber wenn ich mir überlege, wie teuer die Dinger sind, wenn man die kauft, das ist heftig. Aber ich habe mir gesagt, ich werde mir mal so eine Wolle holen und dann werde ich das mal machen. Ja, den hänge ich gleich wieder an meinen Osterstrauch. Ich muss immer noch den anderen finden. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Das lässt mir momentan auch keine Ruhe. Ja. Was ich sonst noch von der Kur berichten kann, ist, dass es wahnsinnig windig und kalt war. Es war richtig kalt. Ich habe Einzeltraining im Laufen bekommen. Da sind wir dann immer zur Promenade da oben zur Ostsee gegangen. Und ich habe mir unter meiner normalen Hose immer noch eine dicke Jogginghose angezogen, damit ich nicht so friere. Und Oberteil genauso. Ich hatte dann immer T-Shirt an. Ich hatte über dem T-Shirt einen Pullover, darüber eine Jacke und da meine dicke Jacke. Ich war immer dick eingemummelt und trotzdem habe ich da manchmal noch gefroren. Unser Zimmer lag auch ziemlich am Ende eines Flügels. Also ich bin da schon einiges an Metern gelaufen. Und ja, ich merke, das hatte Erfolg. Auch wenn ich mich manchmal zeitweise da abgequält habe und rumgeschleppt habe, aber es hatte Erfolg. Es gab dort Hockergymnastik im Sitzen. Man glaubt gar nicht, wie anstrengend sowas ist. Aber ich muss sagen, ich fand das richtig klasse.
sodass ich hier manchmal auf der Couch sitzend mit meinen Füßen am Arbeiten bin oder mit meinen Armen noch so am Arbeiten bin. Atemtraining gab es. Das war natürlich für mein Asthma hervorragend geeignet. Habe ich auch mal mitgemacht. Schwimmen, Ergometertraining. Ergometertraining. Die anderen, die waren am Radeln. Und wie ich dann hörte, wie viel Widerstand die hatten und ich, da habe ich mir gedacht, boah. Ja, aber für mich war es wirklich schon überhaupt durchzuhalten. 20 Minuten lang. Heftig. Ja, ich habe schon gesagt, ich muss sehen, dass ich ein Fahrrad hier bekomme. Für zu Hause. Denn mein Fahrrad, was ich hier hatte, das ist defekt. Das funktioniert nicht mehr. Und das ist aber eine tolle Sache. Einfach täglich mal so 20 Minuten Fahrrad fahren oder vielleicht auch mal ein bisschen länger. Fernseher direkt im Blick. Ja, warum nicht? Und natürlich Laufband. Ja, laufen, laufen, laufen. Das hat mir der Arzt auch gesagt. Also Laufen ist das A und O. Je mehr, desto besser. Ich habe auch gemerkt, meine Füße, die waren richtig warm. Das war klasse. Die werden auch immer weniger so extrem empfindlich. Also mittlerweile, ja, wird besser. Und ansonsten, ja, es war schön, ja, aber eben halt Arschigkeit und eben halt durch die Maske und durch diese Tabletten war es knappe 2 Wochen lang fast unerträglich. Ich habe ganz zum Schluss, einen Tag bevor wir abgefahren sind, da kam dann auf, weil da habe ich das auch mal angesprochen, wie schwer das für jemanden so wie mich ist mit dem Atmen. Ja, man konnte keine Ausnahme machen, man hätte ja auch die Kur abbrechen und später fortfahren können. Diese Option hat mir keiner genannt. Ja, keiner hat mir gesagt, ja, wenn sie es nicht können, müssen sie es später machen oder so. Diese Option hatte ich nicht. Ja, aber ich habe die Kur überstanden. Ich glaube, ich habe da auch einiges mitgenommen. Die Frage ist nur, wie weit ich das jetzt umsetze. Ja, also die letzten Tage war hier ganz angenehm. Ich bin Dienstags, glaube ich, bin ich zurückgekommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin ins Bett. Der Mittwoch auch noch, fast nur schlafen. Ich, als wenn ich Schwerstarbeit geleistet hätte, war so groggy war ich. Und am Donnerstag war dann der Strickkreis. Ja, da hatte ich dann was zu häkeln bei, aber ich habe lieber den anderen zugeguckt, habe ein Pläuschchen gehalten. Und wie ich dann nach Hause kam, habe ich mich dann hier hingesetzt und was gemacht. Und jetzt geht es darum, all das, was ich nicht fertig bekommen habe, fertig zu machen. Ich habe mir gestern alles hier so rausgesucht. Da fällt unter anderem mein Kissen, mein Strickliesekissen runter, mit dem ich mal das Tutorial gemacht hatte. Das habe ich aber immer noch nicht fertig. Da muss ich noch was Eis ziehen. Da müssen die Knöpfe noch dran. Da werde ich mich zwischendurch dran begeben. Wenn es fertig ist, zeige ich euch das nochmal. Ich habe meinen hellblauen Pullover noch. Da habe ich die beiden Vor- und Rückenteil, die muss ich noch spannen. Ich habe mir die Matten auf den Tisch gelegt. Da habe ich jetzt das Tuch erstmal so ein bisschen gespannt. Da kommen jetzt die Pullover drauf. Dann habe ich noch den roten Pullover, den ich weitermachen will. Ich habe noch den Minion, den ich weitermachen will. Dann ist da noch der Esel. Ich habe noch einen Wichtel. Und ich habe noch meine Tasche. Ja, dafür hatte ich die ganze Wolle mitgenommen, weil ich nicht wusste, welche Farbkombination brauchst du. Diese hier. Ja. Diese. Das hier ist der Boden da unten. Und dann geht die so. Da habe ich gar nichts dran gemacht. Eben halt, weil Häkeln da wirklich schwer war. Und ich wollte meinem Mann das jetzt nicht antun, dass der die ganze Zeit bei voller Beleuchtung Fernsehen guckt. Weil da konnte man nichts sehen.
Das war, als wenn da die Sonne reinknallte. Ne? Ja. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Jetzt kann es wieder von vorne losgehen. Erstmal alles fertig machen. Ich habe ja noch, das ist immer so ein Phänomen. Man fängt irgendwas an und dann hat es man nicht fertig. Das Honigbärchen habe ich auch. Das habe ich beigehabt. Habe ich nichts dran gemacht. Alles, was mit Häkeln zu tun hatte. Und den Esel, der ja gestrickt wird. Da habe ich dann festgestellt, als ich da oben war, Mist. Das wird doppelfederig gestrickt. Aber ich hatte nur ein Garn, ein Knäuel bei von Dunkelanthrazit. Das hätte ich abrollen müssen zur Hälfte. Ich habe ja einen Wollwickler hier. Aber da jetzt so ein dickes Knäuel von wie viel Meter sind da drauf? 200, 300, keine Ahnung, abzuwickeln. Nee. Also ich habe an einigen Sachen, habe ich mir gedacht, nee. Und ich habe viel geschlafen. Geschlafen. Immer wenn ich nach oben kam, war ich groggy. 20 Minuten hatte man eine Anwendung, dann 10 Minuten, bis man auf dem Zimmer war. Ja. Und dann musste man schon wieder 10 Minuten rechnen, um zur nächsten Anwendung zu kommen. Und dann hat man dann da vielleicht mal 15 Minuten auf dem Zimmer gehockt. Und dann musste man wieder los. Also was ich da an Strecke gelaufen bin. Ja, mein Mann, der hat immer gelegen. Und ja, ab und zu ist er dann mal mitgekommen, hat mich mal zu der nächsten Anwendung begleitet bis zur Tür. Und er hat geschlafen, gelesen. Dann sind wir gemeinsam zum Essen gegangen. Ja, einmal hat er, wie es mir so schlecht ging, hat er mich mit dem Rollstuhl bis ans Meer geschoben, weil ich wollte doch Muscheln sammeln. Und dann habe ich mich an dem festgekrallt bis ans Meer. Am liebsten hätte ich mich in den Sand geplumpsen lassen, aber naja, dann wäre mein Popo nass gewesen. Aber naja, also im Nachhinein muss ich sagen, wenn ich das Negative mal alles so verdränge, war es schon recht schön. Aber auch anstrengend. Und ich freue mich natürlich umso mehr auf den Urlaub, den wir planen. Wir werden wahrscheinlich etwas später erst fahren. Nicht im Juni, Juli, sondern wahrscheinlich eher erst im September. Aber macht nichts. Kommt noch. Ja, eigentlich bin ich jetzt schon fast wieder am Ende. Muss man sagen, ich werde jetzt also wieder regelmäßig sonntags da sein. So langsam kommt der Alltag, die Müdigkeit klingt ab. Ich merke das immer daran, dass ich länger wach bleibe. Die ersten Tage war ich ja nur bis 10 Uhr hier wach und dann ab ins Bett. Morgens um 7 Uhr war ich dann wieder fit. Ja, und jetzt kommt so allmählich der Alltag wieder. Das heißt, es wird wieder gestrickt, es wird gehäkelt, aber ich werde auch versuchen, noch diese Märchenwolle, die lockt mich. Ja, und die Nähmaschine ruft wieder. Also es wird noch einiges geben, was noch kommen wird, wozu ich wirklich große Lust habe, aber es wird natürlich auch erstmal das fertig gemacht, was ich angefangen habe, was ich geplant habe. Ja, auch wenn die Zeit manchmal gar nicht dafür reicht, wie man sich das vorstellt, aber wir schaffen das. So, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr habt das, so wie ich hörte, angeblich bessere Wetter hier genossen oder in eurem Feld. Also ich habe fürchterlich gefroren. Ich wünsche euch auch, bevor ich das vergesse, schöne Ostertage. Ja, viel Spaß beim Eiersuchen oder beim Kaffee trinken. Ja, lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Tschüss.